Heute geht es von Düsseldorf nach Koblenz an das Deutsche Eck. Ich fahre über Köln, sehe einmal kurz aus dem Fenster, tatsächlich dort steht er, der Dom. Komme nach Bonn und dann nach Bad Godesberg, wo ich an gefühlt 1000 roten Ampeln stehen muss. Stop and go, stop and go. Eine ziemlich langweilige Sache. Ich besuche die Brücke bei Remagen. Der Film hatte mich damals sehr beeindruckt. Und schließlich mache ich dann eine kleine Pause bei Linz an der Fähre. Angekommen in Knaus Camping Park am Deutschen Eck in Koblenz. Ich habe eine wunderschöne Sicht auf den Campingplatz, das vor mir liegende Kastell oberhalb des Deutschen Ecks, das Denkmal und natürlich den Rhein und die hier einmündende Mosel. Ja, einen kleinen T2A habe ich auch, den ich begrüßen darf. Aus Holland ist der und ganz abgefahren natürlich, wenn man mit Porsche Cayenne einen Airstream hinter sich herziehen kann. Das ist schon Lifestyle pur. Hier das Denkmal oberhalb des Deutschen Ecks. Und hier nochmal die gesamte Übersicht über die einmündende Mosel von rechts. Ich besuche einen alten Freund, den ich schon seit 20 Jahren nicht mehr gesehen habe, Frankie, der mich herzlich empfängt. Ich habe ihn überrascht. Das war tolle Sache, 2 Stunden haben wir miteinander geplauscht über alte Zeiten.